Hey, grüß euch, meine Lieben. Diesmal gibt es wieder eine hilfreiche Episode. Und zwar geht es darum, um etwas, was genau hier unter dem Motor ist. Nämlich um den Luftfilter. Da drin haben wir einen K&N-Luftfilter. Den muss man zwischendurch reinigen. Normale Papierfilter tauscht man aus. Den muss man reinigen und danach auch wieder ölen, damit er auch wieder richtig filtert. Wie das geht, das werdet ihr jetzt sehen. Seid gespannt, jetzt geht's los. Let's go. Ja, da haben wir also den Luftfilterkasten, ein ganz normaler, stinknormaler Luftfilterkasten. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ich habe jetzt hier so einen Luftfilterkasten. Ich werde jetzt hier den Luftfilter rausholen. Der ist hier ein bisschen Spack drin mit diesen Klemmerchen. So. Und wenn er dann draußen ist, dann seht ihr, was mit dem los ist. Hier drunter ist der Luftfilter. Hier haben wir den Luftfilter. Oh, da drunter hat auch die Maus gewütet. Könnt ihr mal sehen hier. Wunderbar, sehr, sehr schön. Ich habe überall bei meinem Auto, im Motorraum, im Auto sogar, überall sind diese kleinen Körnchen, wie hier drin, die aufgefressen sind von der Maus. Da wirklich überall, hier war alles voll, hier drin war alles voll. Hier im Cockpit, hinter dem Tacho war alles voll. Naja, egal. Hier ist mein K&N-Luftfilter, so sieht er aus. Ich zeige euch mal, wie der hier zwischen aussieht. Also sehr, sehr schön. Viel Gedöns drin. Brauchen wir nicht, will ich nicht. Auch Mäusefell oder sowas. Ganz schön eklig. Ja, hier. Bah, siffig. Aber das alles kriegen wir auch noch raus. Wie gehe ich vor? Ich werde erstmal hier diesen Luftfilter mit Druckluft reinigen. Erstmal das Grobe, den groben Schmutz abpusten einfach mit ein paar Bar. Und danach wird der mit diesem K&N-Luftfilterreiniger einfach eingesprüht. Und dann wird das einwirken gelassen und dann mit klarem, kaltem Wasser wird das dann ausgespült. Und dann sollte eigentlich der Dreck weglaufen. Ob wir das auch wiederholen müssen, um dann 100% das sauber zu bekommen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und nachdem der dann fertig ist und durchgetrocknet ist, also ihr müsst ihn komplett durchtrocknen lassen, dann müsst ihr den leicht benetzen von der Außenseite, also zur Außenwelt hingerichteten Seite, muss das Ganze mit diesem K&N-Luftfilteröl eingeölt werden. Ich habe jetzt kein anderes Öl genommen. Ich bin immer so jemand, der benutzt am liebsten das, was er gerade zu Hause hat. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, weil ich mir nicht sicher bin, welche Reiniger ich hier überhaupt in diesen Luftfilter reinmachen kann, ohne den Luftfilter kaputt zu machen, und welche Öle auch 100% ölen. Früher haben wir einfach Zweitaktöl mit Benzin gemischt, den Luftfilter reingehangen, dann austrocknen lassen und dann war der sozusagen geölt. Ich mache das jetzt hiermit. Die werden sich dabei was gedacht haben. So, und das machen wir jetzt. Dann machen wir jetzt erstmal mit schönem Luftdruck hier den Scheiß raus. Erstmal von der sauberen Seite aus. Jetzt habe ich erstmal hier alles mit Druckluft halbwegs gereinigt. Und jetzt werde ich das von der Außenseite aus, von hier strömt die Luft ein, die Luft ein. Hier kommt sie raus Richtung Motor. Also hier die Seite werde ich mit dem Reinigungsmittel einsprühen und einwirken lassen und dann reinigen. Wir klopfen hier nochmal ein bisschen ab. So. Und dann können wir eigentlich den Reiniger mal aufsprühen. Ich denke, viel hilft viel. Das ist jetzt alles eingesprüht mit dem Reiniger. Das lasse ich jetzt gute 10 Minuten einwirken. Und dann spüle ich das von der sauberen Seite aus mit klarem Wasser einfach aus. Und dann hoffe ich, dass ordentlich Dreck rauskommt. Können wir gleich auch bestimmt sehen. Weil ich dann hier einfach einen Stopfen reinmache, dann sehen wir, was da rauskommt. Ich habe jetzt den Filterreiniger hier gute 10 Minuten einwirken lassen. Und jetzt werde ich das Ganze von der Motorinnenseite sozusagen mit klarem Wasser ausspülen. Lass den Dreck hier ablaufen, nach außen hin, und dann schauen wir mal, ob das Ding sauber ist. Also, noch einmal ein Vorherbild und dann gleich ein Nachherbild.
So sieht der Luftfilter jetzt aus. Er ist deutlich heller geworden. Es ist einiges an Dreck rausgegangen. Waschbecken könnt ihr sehen, da ist Öl und Dreck drin. Öl aus dem Luftfilter ist klar, ist ja Luftfilteröl drauf gewesen. Und ja, der Dreck, den ich jetzt rausmachen wollte. Ich habe jetzt hier eine schöne Sauerei gemacht. Muss hier alles jetzt nochmal trocken wischen im Bad. Ordentliche Spritzerei. Aber ihr seht, da ist ja schon einiges an Dreck drin. Das Wasser, wow, sehr, sehr schön. Das ist, ja, ich sag mal so, austauschwürdig, aber jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Ich finde jetzt nicht, dass er brutal dreckig war, der Luftfilter, aber sauber war er auch nicht. Und der Dreck, der von der Maus da drin war, war sowieso nicht gut. Von daher nicht schlecht, dass ich das jetzt ausgetauscht habe. Ein Saugmotor hat ja nicht viele Möglichkeiten, Luft zu bekommen. Der muss einfach wenig Saugwiderstand haben. Und den hat er jetzt auf jeden Fall. Also das ist besser geworden als vorher. Der Filter ist inzwischen getrocknet. So sieht er aus. Gräulich, leicht rosan. Aber eher gräulich. Und der muss jetzt eingeölt werden mit diesem Filteröl. Zur Außenseite hin, zur Motorseite hin. Nicht einölen, weil ja, es soll ja nur hier Dreck und Schmutz aufgefangen werden, der später auch wieder abgespült werden kann, wie wir das bereits gemacht haben. Jetzt sprühe ich einmal hier in ungefähr so einem Abstand, ja, circa 10 cm oder ein bisschen weniger, ein bisschen nach Gefühl. Sprühe ich dann das Ganze hier drauf, einmal in zwei Ebenen, einmal so und einmal so, damit ich von jeder Seite das benetze, also nicht nur 90 Grad zu dem Luftfilter, sondern schräg, leicht schräg in einem spitzen Winkel. Das mache ich jetzt einfach und dann könnt ihr einfach sehen, wie das ist. So wie, als wenn man eine Felge lackieren würde, so ein bisschen. Da hat man auch so viele Kanten. Und jetzt noch einmal von der anderen Seite. Jetzt muss das Ganze hier einwirken. So sieht es momentan aus. Es soll angeblich rosa werden. Keine Ahnung, wann das rosa wird. Das Öl ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen rosa. Das teste ich jetzt mal schnell. Hier haben wir so ein Brotpapier. Ja, wie ihr seht, es ist rosa. Ich sehe es in echt rosaner, als ihr es wahrscheinlich seht. Aber es ist auf jeden Fall rosa und ich sehe gerade auch, dass der Luftfilter schon rosa wird. Genauso soll es dann sein. Und wenn hier irgendwie noch gräuliche Stellen übrig sind, dann müssen die nachgesprüht werden. Das ist eigentlich schon alles. Also jetzt noch so eine Viertelstunde warten, 10 Minuten, Viertelstunde warten. Und wenn da noch was grau ist, einfach nochmal nachsprühen so ein bisschen an der Stelle, bis es rosa ist und dann ist gut. Ja, das wär's. Thank you.